Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. 33 Minuten später als geplant, aber jetzt legen wir los. Schalke in Schwarz und Dunkelblau. Von rechts nach links mit dem ersten Angriff direkt. Und Aalen in ganz Rot und ein bisschen Weiß von links nach rechts. Meisel, 1 gegen 1 gegen den 19-jährigen Risei. Kommt er durch, er kommt vorbei. Meisel, es steht 1-0 für den FC Schalke 04. 11. Minute. Das sieht aber alles andere als rund aus. Den Angriff muss er noch aussetzen. Baluk und Bulut und 2-0 und das Tor und Aalen regt sich fürchterlich auf, weil Gay da unten stand und nicht rein durfte. Und Kelsey Meisel schnürt den Doppelpack. Ich kann da die Aalener durchaus verstehen. Aber es liegt nun mal im Ermessen des Schiedsrichters. Achtes Saisontor von Meisel. Kaparos gegen Ackermann. Und Kaparos macht es souverän. Anstoß für Gütersloh in den blauen Trikots. Von links nach rechts. Wegberg spielt ganz in Rot. Ilik. Steckball, der ist gut. Und die erste Top-Chance für Gütersloh. Und es regnet immer stärker. Der ist lang unterwegs, der Ball. Der ist lang unterwegs. Und der ist drin. Und es ist Lars Beugmann, der diesen Ball da reinwurschtelt. 22. Minute, 0-1. FC Gütersloh. Erstes Saisontor, der ist ewig in der Luft und dann fehlt da die Zuordnung bei den Bekern. Leersmacher verliert Beugmann so ein bisschen aus den Augen und der bleibt da hellwach. Bornemann nochmal, gibt es nochmal eine Chance zum Ausgleich für die Gastgeber. Niklas Fenske, 1-1. Und das hat sich jetzt nicht zwangsläufig angedeutet, dieser Ausgleich. Hasani schickt Bornemann, der hat keinen Druck und am zweiten Pfosten ist auch Fenske eher blank. Flanke kommt, da ist wieder Beugmann, der Torschütze. Beker kriegen es nicht gelöscht und Tor! Kevin Freiberger bringt die Gäste tatsächlich wieder in Führung. Es ist ein Gewurstel, ähnlich wie beim 1-0. Ein paar Stationen mehr gibt es. Wegberg kriegt den Ball überhaupt nicht geklärt und Routinier Kevin Freiberger mit dem 2-1. Jetzt kann es gleich losgehen. Waldemar Stohr schaut nochmal auf die Uhr. Rödinghausen wird das ganze Spektakel, den letzten Spieltag der Saison 23-24 anstoßen. Rödinghausen ganz in Schwarz von rechts nach links. Fortuna Köln ganz in Weiß von links nach rechts. Marco Ober mit dem Eckball. Flottmann. Und da ist das Ding drin. Simon Engelmann mit dem 1-0. Ich hatte gerade gesagt, der will hier unbedingt nochmal nach einer schwierigen Saison einen Treffer erzielen. Und jetzt erzielt er in der 26. Minute das 1-0 für den SV Rödinghausen nach dem fünften Eckball von Marco Huber. Der Ball wird noch weitergeleitet und dann artistisch bringt er den Ball im Tor unter und somit führt Rödinghausen nicht unverdient mit 1-0 nach 27 Spielminuten. Und dann kann hier eigentlich alles losgehen. Dann kann Abo Akce anstoßen
und Wiedenbrück, gewohnt in dunkelblau, spielt in der ersten Halbzeit von rechts nach links und los geht's hier. Geht weiter, nichts angezeigt, auch kein Vorteil. Und da ist die erste Chance und da ist das Tor! Da ist das 0:1! Und es ist kein geringerer als Gerrit Kaiser, der schon so viele Jahre in Lippstadt verbracht hat. Wahnsinn, der Ball kommt rein, die Wiedenbrücker total überfordert. Und da macht es Gerrit Kaiser. Nach knapp 30 Minuten muss ich auch, glaube ich, nicht mehr erwähnen, wer den ausführt. Bringt den scharf rein und da ist das Tor! Stark eingeköpft von Tim Böhmer! Der Eckball, super scharf reingetreten. Die Gäste aus Oberhausen stoßen an in den grünen Auswärtstrikots. Der SC Paderborn U23 ganz in schwarz. Viel Spaß am vergangenen Wochenende gegen Wegberg Beek mit 4 Torbeteiligung. Brandt, kein Abseits, immer noch Brandt. Tor ist leer und das ist das 1:0. Moritz Floto, 59. Minute. Kreier, 1:1. Selimerk schaut auf die Uhr, scheint alles zu passen, auch wenn wir 2 Minuten drüber sind. Los geht's. Charlie Benchop in seinem letzten Auftritt im WSV-Trikot. Eröffnet die erste Ballbesitzphase für den WSV, der im neuen Heimtrikot von links nach rechts antritt. Düren in blau von rechts nach links. Nochmal wirklich einzugreifen, wenn es um den möglichen Klassenerhalt geht, während Dulek den Ball hier fast erobert. Hanafi macht's besser. 2 gegen 2, Hanafi auf Dulek und der auf Gültekin. Schlösser ist es und erzielt das 1:0. Für die Gäste. Vorhin der haarsträubende Fehler von Matuschik. Diesmal ist es die Verteidigung des WSV, die gedanklich schon in der Sommerpause ist und Yannick Schlösser seinen 7. Saisontreffer ermöglicht. Schwer dran vorbeizukommen am 2,5 Meter Mann. Berghoff. Peitz kann anlaufen, auf die Kette wird nicht angegriffen. Tobi Peitz macht's klasse. Saric 1:1. Der WSV ist wieder im Geschäft. Peitz wird nicht angegriffen. Ein Schlenker an Eguli vorbei, behält das Auge. Und Saric hat alle Zeit der Welt, um am zweiten Posten unbedrängt einzuschieben. Und damit auf geht's im Franz-Krämer-Stadion. Rheinisches Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Langer Ball in die Tiefe, kein Abseits. Adam Bozek muss da hinterher. Potocznik, 1:0! Kölner arbeiten bevorzugt mit hohen Bällen. Der rutscht durch. Tschüber Potocznik. 2:0! Guter Ball. Elfahusi, Kalonji. 2:1! Anschlusstreffer. Ein bisschen aus dem Nichts. 6. Saisontreffer für Efraim Kalonji. Klassisch, vorher klasse durchgesetzt von Elfahusi. Kalonji, Yilmaz. Rechts ist viel Platz für Bunk. Ball nicht optimal. Bunk
kriegt den trotzdem zu Bindemann, kein Abseits. Bindemann, der rutscht durch, 2:2, Ausgleich, eben eingewechselt und Knappe mit dem 2:2. Keine 2 Minuten braucht die Fortuna, um das Spiel hier auszugleichen. Kölner sind mental noch in der Kabine. Und zack, steht's 2:2. Trotzdem die Ecke für den FC, wieder durch Strauch. Die kommt diesmal besser, rutscht durch. Zweiten Pfosten, Pinto! 3:2! Der FC Köln ist wieder vorne. Die Fortuna kriegt die Ecke nicht wegverteidigt und dann am eigentlich ersten Pfosten steht dann Pinto und muss das Ding nur noch einschieben. Dass hier wieder weit über 25.000 Menschen sein werden. 3, 2, 1, alle vorne weg. Sehr gut. Und jetzt auch noch das für die Ultras hier. Das ist unglaublich. Diese Bilder, die wir hier zu sehen bekommen. Mika spielt eine sensationelle Runde. Hab früher oft. Oh, jetzt ist er länger. Ich glaube, da können wir. Da ist die Möglichkeit. Oh, ja. Und da sehr ist schön. Das 1:0 für die Alemannia. Thilo Töpken. 3 Minuten hat's gedauert. Eine wunderbare Kombination. Und dann ist es der Winterneuzugang aus Rödinghausen, der die Hermes Haus mit dir zum ersten Mal klingen lässt. Wir schauen doch mal auf die Sehne. Strujic sieht da Bapo, der sich davon stiehlt. Und dann ist Thilo Töpken viel zu frei in der Mitte und verwandelt das Tivoli schon früh in ein Tollhaus. Ja, die Aktion von Strujic, super Ball vorne auf Bapo. Super gespielt und Töpken macht sich gut frei in der Box und ich glaube, dafür wurde er geholt aus Rödinghausen im Winter. Echt ein Top-Spieler. Ich habe auch damals in Regensburg eine kurze Zeit mit ihm gespielt und kannte ihn daher auch schon. Habe dann in Wuppertal auch noch mit ihm gespielt und echt super Kerl und auch ein sehr guter Fußballer. Oh, einer, der sehr, sehr viel arbeitet, genau, für seine Mannschaft. Und das ist manchmal Strujic. Das bringt ihn in die Mitte, Thilo Töpken, 2:0. Aber das meine ich auch, wie Töpken sich da wieder bewegt. Du hast als Innenverteidiger, als Abwehrspieler, hast du da wenig Möglichkeiten zu reagieren. Du musst in den freien Raum kommen. Das macht einen guten Stürmer aus und macht das sehr gut, aber außen natürlich auch super durchspielen. Strujic, der da viel zu viel Platz hatte, vom Bapo bedient. So, da und er hat dann Zeit ohne Ende. Da kannst du als IV nichts machen, das macht er gut. Da siehst du jetzt im letzten Moment, wie er sich bewegt, zwischen alle, zack. Hat dann den Kopf oben und muss nur warten, bis jemand anspielbar ist. Und den dann aus kürzester Distanz über die Linie zu drücken, zu seinem 11. Saisontreffer. Duisburg soll auch an Dietmar Hirsch interessiert sein. Gespräche hat es da demnach noch nicht gegeben. Aber das ist na klar, nach so einer Saison nur logisch. Los geht's. Gladbach in Weiß von rechts nach links und Bocholt in Schwarz von links nach rechts. Viel Spaß hier bei dieser letzten Partie am 34. Spieltag der Regionalliga West bei Sport Total. Und nochmal Beckert. Jetzt mal ein bisschen Platz für Ali Barak. Marvin Lorch kriegt den Ball aber noch. Barak rückt mit auf. Immer noch Lorch. Jetzt der Ball von Barak. Bisschen ungenau. Und trotzdem bekommt er den Ball dann nochmal. Fantastisch gespielt vom 1. FC Bocholt. Und dann ist es Bogdan Schubin, der hier technisch ganz sauber arbeitet nach der Flanke von Ali Barak, der sich zum ersten Mal in dieser Partie mal ein bisschen vorne mit eingeschaltet hat. Korb steht da kurz. Ecke kommt richtig gut. Und dann schaffen die Gladbacher tatsächlich hier den Ausgleich. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja,